So, wir befinden uns in der Halbzeit. Es steht zwischen Grün-Weiß Schwerin und dem VfL Bad Schwartau, der ja auch Tabellenvierter ist in der Regionalliga Handball der Damen. 14:14 unentschieden. Also ich würde mal sagen, das ist schon ein Achtungszeichen für unsere Mädels hier. Grün-Weiß Schwerin haben sehr stark begonnen, hatten wohl schon 4-1 geführt. Aber dann gleich wieder ein kleiner Bruch. Und so ging das jetzt auch das Spiel hin und her in der ersten Halbzeit. Oh, my God.
Thank you.